Steglitz-Zehlendorf hat auch natürlich einiges zu bieten. Ich kann jetzt nicht so geschichtlich wie mein Kollege Igel da anfangen, aber was wir auch auf jeden Fall haben, Sie sehen auch an unserem Bild, ist das Strandbad Wannsee. Wer an Zehlendorf denkt, denkt erstmal an Wannsee. Und wer an Wannsee denkt, denkt an Wasser und an Baden. Und wir haben diesen Bereich Grün, Badehose, ja, das ist auch wichtig. Und wir haben unter anderem auch mit Visit Berlin versucht, unsere Orte zu Radrouten in Südwest zusammenzufassen, die dann, wenn ich habe jetzt leider die Karte, die mir die Wirtschaftsförderung Herr Pavlik noch extra in die Hand gedrückt hat, nicht mehr zum Hochhalten, ich halte sie nachher nochmal hoch. Wir versuchen mit diesen Radrouten interessante Städten bei uns im Bezirk, sei es die Kliniker Brücke, wir haben nämlich auch Geschichte, seien es die, insbesondere auch unsere Kulturstätten, wir haben die Dahlemer Museen, wir haben das Brücke-Museum, wir haben noch zumindest das Alliierten-Museum und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was wir durchaus auch anzubieten haben, unabhängig von der Museumsinsel, und wo wir sehr gerne Berliner Touristen, für mich ist nämlich auch jemand, der aus einem anderen Berliner Bezirk zu uns nach Steglitz-Zehlendorf kommt, ein erwünschter Gast und ein erwünschter Tourist, aber auch Touristen, die von außerhalb kommen, glauben wir, dass wir wirklich sehr viel zu bieten haben. Was wir auch haben, und das ist auch ein Projekt, was wir gemeinsam mit Visit Berlin machen, wir haben auch, Sie hatten auch Gründerzeitwillen anzubieten, aber wir haben mit Lichterfelde West einen architektonisch sehr, sehr hochwertigen Bereich, Lilienthal als Architekt, und wir haben dort jetzt eingerichtet und werden es noch weiter vermarkten und bekannt machen, eine Audiotour, wo also ein, gemeinsam mit Visit Berlin entwickelt, wo ein Student aus unserer Zeit sich durch Lichterfelde West begibt und dort auf ein Küchenmädchen, glaube ich, muss mal einmal gucken, ob das richtig ist, auf ein Küchenmädchen des vorletzten Jahrhunderts trifft und die ins Gespräch kommen und sich jeweils das erklären. Und ich habe es mir noch nicht angehört, ich kenne nur die Gegend. Ich glaube, das ist etwas, was sich wirklich lohnt, sich mal anzugucken. Und danach kann man dann auch mal rasch in die Schlossstraße zum Shoppen gehen. Denn auch wir haben grün und durchaus interessante Städte.